Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung im Beschaffungsmanagement wissen wir, worauf es ankommt. Bei der SMS steht der Kunde im Vordergrund. Wir wollen Abläufe rund um das Thema Warenbeschaffung erleichtern und bieten das komplette Paket. Wir unterstützen bei der Planung und liefern die Waren termingerecht. Ob die Ausleuchtung eines Schaufensters oder ganze Burgen wie in Solingen, wir von der SMS beraten Sie gerne bei Ihrem Vorhaben. SMS, für Elektro sind wir da. Auch wenn sich die Rollhockey-Bundesliga noch in der Sommerpause befindet, wird Rollhockey bei der IGA Remscheid groß geschrieben. Am Wochenende ging es um den Bergischen Löwen. Und da traten nicht nur eine Mannschaft der Gastgeber, sondern auch die U20-Nationalmannschaft, der Rollhockey-Club Basel und Falkenswarze RC gegeneinander an. Somit sahen die Zuschauer in der Halle Hackenberg Rollhockey vom Allerfeinsten. Doch neben tollem Rollhockey ging es an diesem Tag auch um einen Mann, der sein Abschiedsspiel gab. Markus Wilk, der Kapitän der Remscheider, er hängt nach vielen Jahren Rollhockey-Bundesliga seine Schuhe an den Nagel. Ich kann Revue passieren lassen, dass es halt viele schöne Momente gab. Es gab anstrengende Momente, traurige Momente, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass das Schöne überwogen hat. Und es war halt eine furchtbar tolle Zeit. Ich habe halt viele schöne Momente erlebt, schöne Tore geschossen, Tore bekommen und ja, leider habe ich nie irgendwie was Großes gewonnen. Aber wie gesagt, ich habe das halt auch nie so gesehen, dass ich halt, man muss nicht immer gewinnen. Allein der Sport hat mir viel gebracht in meinem ganzen Leben, halt, da hat mich weitergebracht und ja, das würde ich jetzt so stehen lassen, halt einfach mal. Das Turnier selbst bot ebenfalls großen Sport. Die Remscheider dominierten von Beginn an und setzten sich am Ende klar durch. Der Bergische Löwe bleibt also in seiner Heimatstadt Remscheid. Und bei der IGR Remscheid sah man plötzlich ein neues Gesicht. José Barreto aus Portugal durfte bis vor kurzem noch die hohe Schule des Rollhockeys bei Benfica in der Jugendabteilung erlernen. Er absolvierte in den letzten Wochen ein Praktikum und spielte bei der IGR Remscheid vor. RS1-TV-Reporter Dustin Thiago sprach mit dem Mann, der durchaus eine Option für das Remscheider Spiel sein könnte. Ich stehe hier mit Zé Pedro, der eine Probe-Trainingswoche bei der IGR Remscheid macht und würde gerne von ihm wissen, warum er in Deutschland spielt. Zé, tu estás agora aqui na Alemanha, estás a jogar para a IGR e por que é que estás a fazer isso? Porque acho que em Portugal não me deram o devido valor como jogador e acho que aqui posso evoluir mais e criar um novo projeto na minha vida e uma nova carreira. Also in Portugal scheint es nicht die richtigen Möglichkeiten zu geben, um seine Karriere voll im Laufe zu geben und er ist guter Hoffnung, dass man hier in Deutschland etwas weiterkommt. Als nächstes würde ich ihn gerne fragen, ob es ihm hier gefällt, ob er die Mannschaft mag, wie sie zu ihm sind. E a equipa? Gostas da equipa? Gostas da Alemanha? Como é que te sentes aqui? Gosto. Temos bons jogadores, temos equipa, estamos na primeira liga, temos equipa suficiente para ganhar a da liga. E da Alemanha? Como é que gostas da Alemanha? É uma cidade diferente, não tem nada a ver com Portugal. Sim, é... Also, Deutschland gefällt ihm, ist anders als Portugal natürlich. Die Mannschaft ist wie eine Familie, sie haben gute Spieler, sagt er. Und die Möglichkeit, auch vor, weit zu kommen. Zu guter Letzt würde ich gerne wissen, wie lange er hier noch bleibt. Estás agora aqui? Quanto tempo já que ficas aqui na Alemanha? Vim uma semana para fazer testes. Agora vou voltar para casa. Depois, se quiser, acho que posso voltar um pouco e ficar. Tá bem. Also, er ist jetzt eine Woche hier, geht dann nächste Woche wieder nach Portugal, aber hofft, dass er wieder nach Deutschland kommen kann, um weiter hier zu spielen. Es war also ein absolut gelungenes Wochenende, das die IGR Remscheid in der Halle Hackenberg gestaltete. So kann das Team auch gestärkt in die Bundesliga-Saison starten.